Damit eine Wärmedämmung effizient funktioniert und die Konstruktion vor Bauschäden und Schimmel geschützt wird, müssen Unterdeck- und Unterspannbahnen sicher an Durchdringungen und Einbauteile wie zum Beispiel ein Dachflächenfenster angeschlossen werden. Was dabei im Einzelnen zu beachten ist, zeigen wir Ihnen mit der Solitex Mento hier Schritt für Schritt. Stellen Sie in der Unterdeck- und Unterspannbahn den Ausschnitt für das Dachflächenfenster her. Schneiden Sie dazu die Bahn an den Ecken unter 45 Grad ein. Schneiden Sie anschließend oben und unten quer sowie senkrecht in der Mitte. Klappen Sie die Bahn nach außen und fixieren Sie diese provisorisch auf der Ziegellattung. Schneiden Sie ca. 20 cm lange Stücke vom Klebeband Tescon Varna ab und verkleben Sie damit die Ecken. Setzen Sie den Dämmrahmen ein und schlagen Sie die Bahn wieder nach innen. Verkleben Sie die Ecken wiederum mit Tescon Varna. Montieren Sie den Blendrahmen und verkleben Sie diesen umlaufend auf der Bahn. Besonders einfach geht das mit dem Eckklebeband Tescon Profil. Das Band ist mit einer zweifach geteilten Trennfolie ausgestattet. Falten Sie das Band L-förmig vor, entfernen Sie an einem Schenkel die Trennfolie und verkleben Sie den ersten Teil des Bandes. Ziehen Sie anschließend die verbliebenen Trennstreifen ab und verkleben Sie den zweiten Schenkel. Bauen Sie oberhalb des Dachflächenfensters eine Abweisrinne zur Querentwässerung ein. Schneiden Sie dafür die Bahn oberhalb des Fensters links und rechts etwa 10 cm ein. Trennen Sie die Bahn dann quer, schieben Sie die Rinne ein und fixieren Sie diese mit Quergefälle an den Sparren. Verkleben Sie jetzt die Bahn auf der Abweisrinne sowie an den seitlichen Schnitten. Fertig!